Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zum dritten Tag des University Future Festivals. Wenn ihr hier in Berlin wart gestern, vielleicht sogar physisch auf dem Campus 150 von euch waren das ja hier auf dem Euref Campus, dann habt ihr heute Morgen wahrscheinlich nicht nur eins, sondern zwei Kaffees gebraucht, um jetzt fit zu sein für den Workshop-Tag. Falls ihr ihn noch nicht hattet, habt ihr jetzt die Gelegenheit, den gemeinsam mit uns zu trinken, denn wir checken ein mit dem DCM Morning Coffee. Und dafür habe ich mir hier Verstärkung geholt, auch wenn wir nicht alle Kaffee trinken, freue ich mich gemeinsam mit euch in den Tag zu starten. Herzlich willkommen. Wer steht neben mir? Da sind die Digital Changemaker und die haben sich vorgenommen, mit Unterstützung vom HFD als Innovatoren zu wirken, als Multiplikatoren und gemeinsam auch als Think Tank zusammenzukommen, um aus Sicht der Studierenden das ganze Thema Digitalisierung in der Hochschullehre voranzutreiben. Wer steht neben mir? Zum einen haben wir Ludwig, studiert Medieninformatik an der Bauhaus-Uni Weimar. Herzlich willkommen, Ludwig. Ja, ja, danke. Neben ihm steht Jenny, die studiert Humanmedizin an der Uni Mainz. Schön, dich an Bord zu haben. Dankeschön. Dann haben wir noch Co. oder Corinna, aber eigentlich nenne ich alle Co. Ne? Ja. Genau. Studiert an der Uni Duisburg, Essen, Politikwissenschaft und Informatik und arbeitet auch noch in der Hochschuldidaktik beim ZHQE. Und direkt neben mir Kevin von der Goethe-Universität, dort studiert er Erziehungswissenschaften, aber hat sich noch nicht so ganz festgelegt, denn er studiert auch noch im ersten Semester Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Mittelhessen. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe es gerade gesagt, ihr seid zusammengekommen, ich glaube mittlerweile der dritte Jahrgang der Digital Changemaker, den es gibt. 15 von euch gibt es, 4 habe ich hier. Das Selbstverständnis von euch ist ja wirklich, dass ihr gemeinsam ein Think Tank seid, in eurer eigenen Art, je nach Thema, das euch besonders am Herzen liegt, auch versucht, Innovationen in die Hochschullehre zu tragen und vor allem als Multiplikatoren wirkt. Über Letzteres sprechen wir gleich noch. Ihr durftet nämlich gestern auch den Twitter-Account von HFD übernehmen für 2 Stunden. Kommen wir aber doch erstmal auf so das Innovieren und den Think Tank. Könnt ihr was bewegen? Wie wirkmächtig fühlt ihr euch? Vielleicht auch schon vorher, aber dann auch nochmal in der Unterstützung der DCM-Plattform. Jenny. Ja, also die Plattform bietet wirklich eine absolut fantastische Vernetzungsmöglichkeit. Das ist wirklich so das, was man hervorheben kann in allererster Linie. Also das heißt, wir kommen zusammen, 12 bis 14 TeilnehmerInnen, die erst einmal sich überhaupt nicht kennen. Man findet sich dann in Projektteams zusammen mit gemeinsamen Interessen und es kommt dann einfach unheimlich viel Input von außen, von HFD-Seite. Also man wird unterstützt, aber die Ideen werden einfach wahrgenommen. Also geht nicht, gibt's nicht, kann man sagen. Also es ist immer so, wenn man kommt mit einer Projektidee, dann wird erst einmal geguckt, wie können wir das möglich machen und mit wem können wir euch vernetzen, damit es möglich wird. Und das ist eine sehr angenehme Situation. Seitens des HFDs kann ich mir das natürlich vorstellen. Die wollen das ja zustande bringen. Ja. Wie sieht es dann aus, wenn ihr sozusagen so den organisierten Rahmen verlasst, in eurer eigenen Hochschule wirkt, auch darüber hinaus? Unser Motto steht ja auch hinten dran, Open for Discussion. Wie sehr habt ihr das Gefühl, dass das auch anderorts ein Motto ist? Also auf wie viel Augenhöhe trefft ihr da, Co? Unterschiedlich, personenabhängig, würde ich sagen. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt und auch gerade durch das Netzwerk vom Hochschulforum nochmal sehr viele, die einfach sehr offen sind, die auch wirklich Interesse daran haben, zuzuhören und sowas. Aber wenn es um die, also bei Vision ist es immer eine sehr krasse Offenheit. Wenn es um Umsetzen geht, dann stößt man auch relativ schnell an die Grenzen der jeweiligen Hochschule, des jeweiligen Standorts. Was könnt ihr dann bewegen, Ludwig? Also was hast du wirklich so das Gefühl, da konntest du schon einen Schritt weiterkommen, weil das Thema dich interessiert, aber vielleicht auch, weil du quasi die anderen 14 DCMler hinter dir hast. Also ich habe ja das große Glück, dass ich mit unglaublich talentierten DCMlern zusammen in einer AG bin, und zwar der Denkfabrik Didaktik. Und das hat mich wirklich in den letzten Monaten total geliftet, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht alleine mit meinen Ideen, ich bin nicht alleine mit meiner Begeisterung. Wenn man an der Hochschule isoliert ist, sieht man ja oft nicht, wo sind denn die Studierenden, die vielleicht eine Begeisterung für gute digitale Lehre teilen. Und als ich dann hier in die AG gekommen bin, konnten wir uns gleich austauschen und konnten Ideen entwickeln und hatten jetzt schon in verschiedenen Roundtable-Formaten die Möglichkeit, unsere Vorstellungen mal abzugleichen mit den Leuten, die es tatsächlich umsetzen.
die Leute, die es tatsächlich umsetzen. Da geht es dann nämlich über die Studierenden hinaus. Vielleicht an dem Beispiel, das du jetzt gerade schon genannt hast, nämlich eure Denkfabrik. Sagen wir nochmal, das ist der dritte Roundtable, der heute stattfindet, live hier auf dem UF-Festival als Workshop um 12 Uhr, also nicht verpassen. Um was wird es gehen und was habt ihr mit den anderen vorherigen Roundtables schon besprochen? Wer war mit dabei zum Beispiel? Kevin. Ja, der heutige Roundtable dreht sich um das Thema Micro-Credentials, also Mikroabschlüsse, eine andere Form von praktisch Modularisierung. Wie können wir eigentlich Abschlüsse oder gerade Hochschule neu denken? Weil oftmals ist es ja in der Hochschule so, dass du ein Semester lang irgendwie ein Seminar verfolgst, eine Vorlesung verfolgst. Aber das Thema von Micro-Credentials gibt halt eine völlig neue Option, wie wir auf das Thema generell eingehen können. Und bei den anderen Roundtables, die wir bisher hatten, ging eins um Gamification und Serious Games, auch eine spannende Sache. Gerade hatten wir da auch viele Personen oder Professorinnen aus der medizinischen Szene da, die auch ein Serious Game tatsächlich vorgestellt haben, eins entwickelt haben, was eine Krankenhaussimulation ist. Und da war auch nochmal der spannende Einblick, okay, es ist noch nicht ganz in den Hochschulen angekommen, das hat man auch gemerkt, aber die ersten Ideen, die ersten Visionen, wie sowas passieren kann, sind tatsächlich schon da und es gibt sie schon. Das Ziel ist es natürlich jetzt weiterhin irgendwie, dann die ganzen Leute miteinander zu vernetzen und das dann auch als Diskurs, aber auch als Idee in die Hochschulen zu tragen. Und beim ersten Roundtable weiß ich gar nicht mehr. Scheitern, genau. Das hatten wir gestern auch mit Bundesministerin Anja Karliczek hier, die hat ja auch offensiv das angesprochen, wir müssen uns mehr trauen zu scheitern und wir müssen auch, wenn Leute scheitern, mehr vergeben und offener dafür sein, das nicht gleich zu bewerten und sich darüber zu freuen, dass es bei der Konkurrenz schiefgegangen ist. Ist das so eine Haltung, die bei unter Studierenden schon etabliert ist, aber vielleicht dann bei den Lehrenden noch mehr ankommen? Nee, sagst du gar nein? Nein. Also Studierende reproduzieren ja auch das, was eben an den Hochschulen ihnen auch beigebracht wird als Erwartungshaltung. Das war auch das, was Manuel gestern gesagt hat. Das hat mich auch nochmal sehr inspiriert. Und es ist wirklich was, was wir viel öfter reflektieren müssen. Was geben wir denn eben auch mit? Was geben wir auch KommilitonInnen mit? Und ganz, ganz oft ist wirklich, es gibt ein, also gerade unter den Gremienaktiven würde ich sagen, gibt es mehr Leute, die halt auch gewohnt sind, dass mal Dinge scheitern können und die auch da eine gewisse Toleranz aufbauen. Aber ganz klassisch gibt es auch ganz, ganz viele, die das nicht gewohnt sind und die das erstmal lernen müssen, definitiv. Da muss eine neue Kultur etabliert werden. Du hast gesagt, in den Gremienaktiven, das ist ein Punkt, auf den ich eingehen will. Ich habe gesehen im Roundtable, ein Gesicht kannte ich schon, das ist Malte, weil er mir ins Auge gefallen ist, weil er hier die Lobby moderiert hat gestern und vorgestern. Das sind natürlich so Menschen, die sind im Thema, die sind leidenschaftlich. Die braucht man nicht überzeugen. Also wie viel Arbeit steckt ihr rein und welche Erfahrungen habt ihr gemacht, dann eben über eure Bubble hinauszukommen und die zu erreichen, die noch nicht auf den Zug aufgesprungen sind, die vielleicht für die Kultur noch nicht relevant ist oder weil du auch das Beispiel Medizin gesagt hattest, ich weiß, das ist ja dein Thema, Jenny, die sich damit noch nicht beschäftigen, obwohl in der Medizin zum Beispiel auch mit KI wahnsinnig viel passiert, aber trotzdem verändert sich noch nichts in der Lehre. Also wie kommt man an die Menschen, die vielleicht noch nicht wissen, was sie nicht wissen? Genau, das ist, also da sprichst du so eins meiner Lieblingsthemen an. Also es ist tatsächlich so, das Studium oder Hochschule an sich, ganz besonders das Medizinstudium, ist eine Art Öltanker. Also Veränderungen gehen langsam und schwerfällig. Und auch im Medizinstudium digitale Kompetenzen, du hast gesagt KI, das kommt im medizinischen Alltag an, in der Diagnostik. Es wird nicht vermittelt im Studium. Das heißt, es gibt jetzt aber strukturelle Umorientierung, es gibt eine neue Approbationsordnung, die umgesetzt werden muss und dann wird es auch Thema sein. Aber das Bewusstsein zu schaffen, auch bei den Hochschullehrenden, das ist sehr, sehr schwierig. Ihr seid auf den unterschiedlichsten Kanälen dafür unterwegs, habe ich gesehen. Ihr habt tatsächlich auch, ich durfte gestern 2 Minuten mit Anja Karliczek sprechen. Ihr hattet tatsächlich ein richtiges Interview, einen richtigen Austausch mit ihr. Ihr habt es geschafft, in den Newsletter des BMBF zu kommen. Ihr habt Podcasts. Ihr seid schon auf einer guten Flughöhe unterwegs, nehme ich mal an, oder, Ludwig?
Ja, würde ich schon sagen. Und wir hoffen ja, dass das mit dem neuen Jahrgang auch so weitergeht, weil das ist ja für uns auch immer nur ein Durchgangsprojekt. Ne? Wir sind jetzt ein Jahr hier, das ist eine begrenzte Zeit, aber wir geben unser Wissen und unsere Erfahrung natürlich immer gerne weiter. Und wir glauben auch, dass das Projekt auch daran wachsen kann, unabhängig von unseren Personen. Wie wird das denn weitergeführt? Weil ihr initiiert den Roundtable, bringt Menschen zusammen, vielleicht habt ihr einen Podcast. Wird da was von Jahrgang zu Jahrgang weitergetragen oder macht ihr das unabhängig dann von dem, also auch wenn ihr offiziell aus dem DCM-Programm ausscheidet, weiter? Es gibt ja, wir haben ja regelmäßig tatsächlich Treffen aller Digital Changemaker-Generation, also die, die auch noch im Netzwerk drin sind. Und wenn man tatsächlich mit dem Jahr vorbei ist, dann ist man ja auch nicht aus dem Netzwerk draußen. Man ist noch drin, man kennt die Person noch, man hat auch noch mit den Personen was zu tun, man trifft sich auch nochmal mit den neuen Jahrgängen. Und das ist ja gerade auch das Wichtige, irgendwie das Netzwerk am Laufen zu halten, mit den Personen weiter vernetzt zu sein. Weil dann kann auch im Sinne eines Thinktanks neue Ideen entstehen, die man dann auch wieder einbinden kann in neue Prozesse, neue Veränderungsprozesse, neue Innovation. Also es ist eine Verstetigung da. Es ist auch toll, dass ihr quasi so als Community der DCMs zusammen. Ich schaue mal kurz, ob im Chat was passiert. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie gerne in den Chat oder Gedanken oder den ein oder andere Podcast-Folge schon gehört habt und empfehlen könnt und mit den DCM-Initiativen in Kontakt gekommen seid, dann feedback das gerne im Chat. Ich schaue mal kurz. Tobias schreibt einfach nochmal, eure Digital Changemaker sind auch in diesem Jahrgang wieder super. So geht studentische Partizipation auf Augenhöhe. Na, danke, Tobias. Ziel erreicht. genau. Welche Themen brennen euch denn gerade so auf den Nägeln? Ihr durftet gestern den Twitter-Account von HFD übernehmen. Ich muss ehrlich sagen, ich fand, ihr wart sehr zahm in der Formulierung eurer Statements. Das war alles sehr freundlich und noch gar nicht so richtig provokativ. Habt ihr das bewusst so gewählt? Du nix, Jenny oder Co. Max? Das war hinter den Kulissen manchmal ein bisschen emotionaler. Okay. Also, dann hast du jetzt hier die Möglichkeit, nochmal nachzujustieren. Was wäre das emotionale Statement, was gestern gefehlt hat? Nee, gar nicht gefehlt. Also, wir wurden auch null zensiert oder so. Also, wir wurden auch ermutigt, halt kritisch zu sein und alles. Also gerade, ich finde, wenn man einen Gedanken selber noch nicht so ganz fassen kann, wenn man nur merkt, ach, das stört mich irgendwie. Mhm. So, und das ist mir gestern bei dem KI-Panel so gegangen. Da waren ganz viele Sachen bei, die mich irgendwie ein bisschen gestört haben. Mhm. Aber die sind dann nicht so richtig greifbar, weil es erstmal noch so ein konfuses Gefühl ist. Und dann schreibt man sowas auch nicht. Also das passt dann auch nicht in 140 Zeichen, nehme ich mal an. Auch das nicht. Aber du hast jetzt eine Nacht drüber schlafen können. Und wir haben hier nicht 140 Zeichen, sondern 140 Sekunden. also konntest du schon so ein bisschen definieren, wenn du drüber das teilen magst, was das gestern war? Ich glaube, also gestern, ich bin relativ empfindlich, wenn es darum geht, dass Machine Learning und KI vermischt werden als Begriffe, weil wir uns so einfach in Diskussionen auch im Kreis drehen. Wir müssen, glaube ich, manchmal Begriffe auch einfach mehr schärfen, damit wir über dasselbe reden, damit Diskussionen auch zielführend sind und nicht nur ein Austausch von Ideen, die am Ende zu nichts führen, weil jeder was anderes gesprochen hat, so ungefähr. Das hat mich zwischendurch gestört. Und es war auch eine Sache bei, die habe ich auch zahmer dann formuliert, getwittert gehabt. Es war einfach so der Punkt von Kritik oder eine Skepsis oder eine kritische Haltung zu KI ist ja keine negative Einstellung dazu. Mhm. Also ich finde Kritik unglaublich wichtig, gerade weil man sich für was begeistert. Also wir alle, glaube ich, würden nicht ehrenamtlich ganz viele Dinge tun, wenn wir Hochschulentwicklung oder Zukunft von Hochschulen irgendwie nur scheiße fänden und nur kritisch werden und sagen, nee, es soll alles so bleiben. So ist ja eben nicht der Punkt. Wir sind kritisch, weil wir was Bestimmtes wollen, weil wir eine Vision haben. Und das finde ich gerade bei der Debatte um KI auch extrem wichtig. Also man kann auch kritisch, man sollte kritisch sein, damit man eben einfach frühzeitig über Dinge nachdenkt. Wir haben genug verschlafen. So. Mhm. Wenn wir jetzt noch weiter immer nur ausprobieren. Ich merke, das ist ein Thema, das stößt schon auf Resonanz. Ja. Ja, wir haben auch gestern sehr lange darüber geredet. Genau, kritisches Denken, ethisch Handeln, das sind ja Kompetenzen, die kannst du nicht standardisiert prüfen in einem Test. Ja. Und deswegen fallen die halt im Studium leider total oft nebenbei ab. Und ist das was, weil das hatten wir gestern auch, so eine Sozialisierung, so eine Kultur, die kann man vielleicht auch digital schlecht vermitteln. Das ergibt sich, weil man in der Mensa ist, weil man mit Menschen spricht, weil man vielleicht auch der Prof mal neben der Lehre auch mal seine persönliche ethische Haltung offenbart oder weiterreicht oder anbietet. Also ist das auch was, was einfach campusabhängig ist?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich würde dem nicht zustimmen, unbedingt, was den digitalen Raum angeht. Ich glaube, wir haben halt nur im digitalen Raum gerade viele Formate, die halt sehr traditionell sind, sehr konservativ. Einfach nur das Abfilmen von der Vorlesung und das Streamen ins Internet. Das kann ja auch kein Campusleben im digitalen Raum sein. Mich beschäftigt zum Beispiel gerade total Universität im Metaverse. Also Metaverse, ein Begriff aus dem Roman Snow Crash. Die nächste digitale Revolution des Internets, die jetzt Facebook und alle anderen Unternehmen einleiten wollen. Wie können Universitäten da einen digitalen Zwilling erschaffen und Ort auch einen sozialen Raum erstellen? Ja, also so ein vierter Ort des Lernens. Wenn ich euch zuhöre, glaube ich, brauchen wir beim nächsten Mal auf der Mainstage auch noch den ein oder anderen Input oder das Panel mit euch, weil das macht wirklich Spaß und es sind sehr, sehr viele der frischen Themen, die wir besprechen können. Ich muss mal schauen, langsam geht uns die Zeit leider aus. Wir überziehen ein kleines bisschen, aber ich muss trotzdem darauf hinweisen, dass jetzt schon die Workshops starten. Das heißt, wenn Sie sich einen Workshop vorgemerkt haben, dann können Sie jetzt wechseln. Wichtig ist, wir haben ja wahnsinnig viele Workshops. Es sind begrenzte Plätze. Ich glaube, knapp 35 Personen pro Workshop. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Das heißt, wenn Ihnen ein Workshop besonders wichtig ist und am Herzen liegt, dann sorgen Sie einfach dafür, rechtzeitig einzuchecken und sich einzuwählen. Dann haben Sie einen dieser ersten 35 Plätze. Genau. Wir posten auch gleich nochmal den Link zu eurer Denkfabrik, aber ich würde sagen, wir nehmen noch 3 Minuten, um unsere Gedanken zu sammeln. Jens Hofmann schreibt gerade, was habt ihr als DCM vor Ort an eurer Hochschule umsetzen können? Wer hat ein gutes Beispiel? Ich sag mal so, unser Projekt ist ja ein bundesweites Projekt und wir sind ja alle von unterschiedlichen Bundesländern und wir haben uns im Rahmen des Festivals das erste Mal gesehen, aber ein Punkt, der wirklich auch wichtig ist, ist ja für uns auch irgendwie die Aktivierung von Changemakern in den einzelnen lokalen Hochschulen. Das heißt, es gibt ja Digital Changemaker-Gruppen in einzelnen Hochschulen verteilt in Deutschland. Und wenn das in der Zukunft nochmal zunimmt, dann kann auch lokal da mehr Aktionen stattfinden. Und in der eigenen Hochschule ist es halt die Gremienarbeit in der Fachschaft. Da ist es vielleicht die Reakkreditierung des neuen Studiengangs, wo du halt deine Vision, deine Interessen, deine Ziele, aber auch die Sachen, die du irgendwie aus der AG mitgenommen hast, da auch nochmal mit einbringen kannst. Aber gerade die Aktivierung vor Ort ist ein Prozess, der läuft noch und wird auch noch die ganze Zeit weiterlaufen, weil eben Aktivierung ist ja ein beständiger Prozess. Ich glaube, es ist auch ganz oft gar nicht so an einzelnen Projekten festzumachen, sondern einfach, man geht mit einem anderen Mindset zurück. Man hat irgendwie mehr Überblick, was so möglich wäre. Ich glaube, das ist gar nicht immer so konkret messbar, aber genauso inspiriert trotzdem. Ludwig, du wolltest noch was beisteuern. Ja, ich glaube, ich habe noch 2 konkrete Beispiele bei uns. Ich wurde als Digital Changemaker auch eingebunden in den Antragsprozess für Stiftung Innovation in der Hochschullehre und konnte da dann halt auch mit einbringen, dass wir mehr studentische Arbeitsräume brauchen und vor allem ein digitales Vergabesystem dafür. Und das war mir total wichtig. Und auf der anderen Seite bin ich ja auch E-Tutor und das verknüpft sich mit meiner Funktion als Digital Changemaker und wir arbeiten gerade daran, ein Trainingsprogramm für unsere Erstsemester zu entwickeln, um technische Schaltungslogik in Minecraft zu lernen. Also das ist ganz spannend. Das klingt auch nach einem Thema, was man vielleicht auch eben nur aus deiner Perspektive oder aus deiner Generation anbieten kann, wo es euch wirklich braucht. Und das hieß es ja gestern immer wieder, auch vorgestern, wir müssen mehr studierendenzentrisch denken. Habt ihr das Gefühl, dass ihr schon ausreichend im Zentrum steht? Nein, auf keinen Fall. Und damit beenden wir das Panel, danke. nein, wir wollen natürlich auf eine... We want to end on a high note. Okay, also noch nicht. Und macht ihr euch Hoffnung, dass sich das ändert? Oder sind das gerade eher fromme Bekundungen von Menschen, die sich das wünschen, aber die es dann entscheiden, da ist es anders? Oder wie ist eure sagen wir mal, Zukunftsprognose? Also ich denke, ein positives Beispiel war gestern von der Universität Witten-Herdecke, dass die wirklich eine Evaluation unter Studierenden mal gemacht haben, wie geht es euch eigentlich mit dem Digitalsemester und so weiter. Das ist eher eine Seltenheit, würde ich mal sagen. Und es ist ja häufig so, es wird über uns gesprochen. Wir sind letzten Endes diejenigen, die studieren, aber wir werden so wenig gefragt und eingebunden und da muss auf jeden Fall noch mehr passieren. Da muss mehr passieren und für diejenigen, die das anstoßen wollen und
vielleicht noch nicht morgen mit einer Umfrage starten wollen, aber zumindest sich mal gesammelt den Input holen wollen, dann am besten mit euch ins Gespräch kommen. Ihr seid ja nicht nur Multiplikatoren, sondern ihr seid auch, ihr aggregiert auch, glaube ich, ganz viel von euren Kommilitonen. Das heißt, ihr seid ja eigentlich die idealen Ansprechpartner, um schon mal so informell und noch nicht der reinen wissenschaftlichen Lehre nach, aber zumindest eine Mini-Umfrage bei euch kann man machen und mal so einen ersten Barometer-Check zu bekommen, was Studierende jetzt gerade umtreibt, vor allem auch in euren Organisationen. Leider ist die Zeit vorbei. So schade. Das heißt, wir müssen das Panel hier schließen. Bevor wir das tun, einerseits öffne ich nochmal meinen Rechner und poste gleich den Link zu eurer Denkfabrik. Und das andere, während ich hier den Link kopiere, wollte ich noch darauf hinweisen, eine Konkurrenzveranstaltung zu eurem Roundtable, bei der ihr, glaube ich, auch sehr gerne wärt. Wir hatten ja gestern vorgestellt, dass der erste Sammelband rausgekommen ist vom HFD zur Digitalisierung in Studium und Lehre gemeinsam gestalten. Und es gibt um 12 Uhr nochmal einen Workshop mit 10 der Autorinnen, die Beiträge beigesteuert haben und noch viel mehr Personen. Also wenn Sie das Thema interessiert, dann müssen Sie sich entscheiden zwischen dem Workshop zum Sammelband oder um mit unseren Digital Changemakern ins Gespräch zu kommen. Keine leichte Entscheidung. Ich hatte schon das Vergnügen, also ich kann es nur empfehlen. Dann poste ich nochmal schnell den Link hier. Aber natürlich können uns auch alle anchatten über die Event-Plattform. Ne? Sie müssen einfach nur unseren Namen suchen und können Chat starten. Oh, ich sehe gerade, ich habe ein paar Wörter zu viel gepostet. Eine Sekunde, ich reposte nochmal. So. Und das dauert einfach ein paar Sekunden. Jetzt müsste der Link stimmen. Wunderbar. Es war mir eine Freude. Mir hat das sehr viel Energie gegeben. Ich glaube, den zweiten Kaffee kann ich mir für heute sparen. Toll. Ich hoffe, ihr könnt erfolgreich weitermachen. Und ich hoffe, dass wir euch auch beim nächsten Mal wieder auf der Mainstage haben. Es war wirklich ein Vergnügen. Vielen Dank, Ludwig. Vielen Dank, Jenny. Vielen Dank, Co. Und vielen Dank, Kevin. Vielen Dank. Danke für das. Ja, schön, dass wir da sein konnten. Ja,